knapp vor der Playoff haben Sie die Mannschaft vom KC übernommen. Wie kam es dazu? Ja, es war für mich selber sehr, sehr überraschend, weil ich habe rund 3 Wochen vor eigentlich dem Engagement habe ich unterschrieben für den Nachwuchs als Nachwuchschef des KCs. Ich bin dann mit der U19-Nationalmannschaft unterwegs gewesen in St. Pölten. Dort gab es schon immer Gerüchte, aber ich habe keinen Kontakt gehabt eigentlich, dass ich diesen Job übernehmen sollte. Ich bin dann am Sonntag von einem Spiel zurückgekommen mit der U20 des KCs und habe einen Anruf bekommen, dass ich Montagmorgen zu einer Sitzung kommen muss. Und dort hat man mir dann mitgeteilt, dass ich der Trainer des KCs bin. Und das ist klar, dass ich das nachher machen musste auch. Und ich bin natürlich sehr stolz gewesen, auch, dass der KC mitgedacht hat. Gab es sofort Ideen für Änderungen oder wurden überhaupt Ideen oder Änderungen durchgeführt im ersten Moment? Na klar, habe ich natürlich 2, 3 Änderungen vorgenommen. Ich habe viele Spiele gesehen, live, wo die Heimspiele waren. Und ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit Manny gehabt. Das war klar, weil Manny ist ein Freund von mir. Und grundsätzlich den Stil, den wir spielen wollen beim KC, der ist derselbe. Da habe ich auch im taktischen Bereich 2, 3 Sachen geändert, so wie ich das gerne habe. So, zu Playoff. Die Playoff hat gut begonnen mit Salzburg und mit Zagreb. Rückblick noch einmal gesamt auf die Playoff. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Niemand hat irgendeinen Pfennig auf uns gesetzt. Vor allem, wo es dann geheißen hat, dass wir gegen Salzburg spielen mussten. Nachdem wir die eliminiert haben, war eigentlich für die große Familie des KC war alles schon in einem positiven Sinn. Aber die Spieler und wir wollten natürlich mehr. Und wir haben meiner Meinung nach auch gegen Zagreb sehr, sehr gut gespielt. Und auch im Finale gegen Linz haben wir gut gespielt. Das Glück hat ein bisschen gefehlt, um den Titel zu holen. Aber über alles gesehen, haben wir sehr, sehr viel erreicht, mehr als uns viele zugetraut haben. Wurde mit diesem Jubiläumstitel, mit diesen möglichen, vielleicht etwas zu viel Druck aufgebaut? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, als Sportler, man will immer eines, man will den Titel holen, wenn man in den Playoffs ist. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, die Mannschaft war intakt. Wir hatten unsere Chancen, aber wir sind dann im Finale auf eine Mannschaft gestoßen, die dieses Quäntchen Glück mehr gehabt hat als wir. Wir können uns keinen Vorwurf machen, wir haben alles probiert bis zur letzten Sekunde. Aber Linz war einfach in diesen einen Schritt, waren sie besser. Phasenweise wirkten Sie bei Interviews, bei den Playoff-Spielen ratlos oder hilflos? Wer? Sie wirkten irgendwie so, im Fernsehen kam das oft so. Ah, nein. War das nicht so? Nein, das ist also eine rechte, harte Kritik, sage ich jetzt einmal. Ich bin genug lang in diesem Business. Ich weiß, was es braucht. Ich habe genau gewusst, was es braucht, um zu gewinnen. Und ich muss diese Frage ziemlich scharf zurückgeben. Gut. Jetzt zum Nationalteam. Gleich im ersten Jahr in Österreich, auch sofort im Team vom National, von der Nationalmannschaft. Überraschend auch gekommen? Nein, überraschend nicht. Ich habe gewusst, dass man in Österreich etwas Neues aufbauen will, also inklusive auch des Nachwuchses. Ich war ein Kandidat als U20-Nationaltrainer und wenn das kommen sollte, habe ich gewusst, dann möchte man auch, dass ich Assistent bin in der A-Nationalmannschaft. Dann hat der Verband so entschieden, dass Manny das übernimmt. Manny Viveros hat dann sein Team zusammengestellt, unter anderem war ich dann dort auch als U20-Nationaltrainer dabei. Für mich war das eigentlich nicht überraschend, sondern man wollte in Österreich etwas aufbauen über mehrere Jahre, dass eigentlich diese Crew zusammenbleibt und ich finde das eine gute Entwicklung. Wie war das erste Jahr Arbeit mit Nationalteam inklusive Aufstieg? Ja, vom Sportlichen her ist es natürlich sehr, sehr gut, dass wir das geschafft haben. Das Ziel war klar, eine junge Mannschaft aufzubauen, dass man in drei Jahren in der höchsten Klasse ist und dann auch oben bleiben kann. Viele sagen jetzt, der Aufstieg sei zu früh, weil diese Mannschaft braucht noch ein bisschen Erfahrung, aber Erfahrung kann man auch sammeln, wenn man natürlich bei den großen 16 mitmachen kann. Es braucht sehr, sehr viel Arbeit. Ich meine, man sieht es jetzt hier an dieser Weltmeisterschaft. Die beiden Aufsteiger gehen wieder runter. Das zeigt, wie hart das ist, oben zu bleiben. Aber wir haben jetzt ein Jahr Zeit, uns vorzubereiten auf diese nächste A-Weltmeisterschaft. Und wenn alles klappt und alle an einem Strick ziehen,
dann können wir das schaffen. Also ist der Klassenerhalt in der A-Gruppe möglich mit dieser Mannschaft oder muss es Änderungen geben, auch personell? Ich schneide kurz an, Setzinger. Also ich meine, diese Themen müssen wir sicher diskutieren. Das ist meine Meinung, das ist klar, das müssen wir auch mit Manny. Manny ist der Chef, er muss das schlussendlich vertreten. Aber wir brauchen die besten Spieler. Ich sage, mit dieser Mannschaft, die wir jetzt an der W-Weltmeisterschaft gehabt haben, wird es sehr, sehr schwierig, in der A-Gruppe zu bestehen. Es fehlen doch einige top österreichische Spieler und wenn die vorhanden sind, dann haben wir sicher eine Chance, oben zu bleiben. Aber eines darf man auch nicht vergessen, diese nächste Weltmeisterschaft wird nicht einfach, vor allem wenn man in der Gruppe ist, wo die Weißrussen dabei sind. Jetzt allgemein zum Nachwuchs. Sie arbeiten in der Schweiz, haben Sie viel mit Nachwuchs gearbeitet, Sie haben in Österreich bereits auch schon mit Nachwuchs gearbeitet. Wo liegen in Österreich die Probleme im Nachwuchs? Das ist einmal ganz klar im physischen Bereich. Da ist man weit, weit zurück gegenüber den Top-Nationen. Man denkt immer, es genügt, wenn man im Winter arbeitet, aber diese Zeiten sind vorbei. Man muss im Sommer viel, viel effizienter arbeiten, viel, viel mehr im physischen Bereich arbeiten, weil da ist man im Vergleich zu den Top-Nationen weit zurück. Und das kann man nicht nur in einem Jahr machen, das braucht länger, es braucht eine Arbeit, eine langfristige Arbeit. Es geht bis von 10 bis 15 Jahren und dann kann man auf diesem Niveau sein, zum Beispiel, wo jetzt die Schweizer auch sind, oder? Weil vor 15 Jahren waren die Schweizer im Nachwuchs auch nichts und dann hat man begonnen zu arbeiten und man ist heute nahe dran an der Spitze, aber es fehlt immer noch, das sieht man ja auch jetzt an dieser Weltmeisterschaft wieder. Wer muss den Startschuss geben, der Verband, die Clubs oder auch die Spieler? Ja, für mich sind natürlich die Vereine sind sehr gefragt. Schlussendlich machen sie das Programm. Und wenn ich einfach sehe, wie in Österreich gearbeitet wird, da frage ich mich eigentlich schon, die Ziele und die Realität sind weit auseinander. Man muss einfach Profitrainer engagieren, das ist mal das Erste. Dann muss man viel mehr fordern, die Trainer müssen viel mehr fordern von den Spielern auch, weil ich sehe, die Spieler wollen, aber wenn man sie nicht fordert, sind sie zu bequem. Und das ist für mich der erste Schritt. Und dann muss natürlich auch der Verband muss gewisse Vorgaben geben. Also es ist fast ein Zusammen, man muss zusammen Ziele setzen. Und ich hoffe, dass mit diesem ersten Schritt, den man gemacht hat, jetzt auch mit der Nationalmannschaft, dass man längerfristig planen kann, dass man jetzt diesen ersten Schritt gemacht hat, dass die Vereine, die österreichischen Vereine mitmachen und vor allem auch mehr investieren, weil man sagt immer, man habe kein Geld und man investiert das Geld nur in die erste Mannschaft. Aber schlussendlich, der Erfolg kommt von unten, man muss unten beginnen und dann kann man oben ernten. Ist das Schweizer System in Österreich machbar? Man darf nicht eins zu eins alles übernehmen, das darf man nicht. Aber gewisse Sachen, die sind ohne weiteres machbar. Ich meine, die Schweizer haben auch überall geschaut. Sie waren in Finnland, sie waren in Schweden, man ist jetzt in Nordamerika gewesen, hat geschaut, was die Amerikaner machen, weil im Moment sind die fast führend im Nachwuchsbereich. Und man probiert überall das Beste rauszunehmen, aber auch die eigene Identität nicht zu verlieren. Und noch einmal, diese Frage bekomme ich fast jedes Mal zu hören. Man sollte dasselbe machen wie in der Schweiz, das geht nicht. Aber man kann viele, viele gute Sachen übernehmen, aber man darf die eigene Identität darf man nicht verlieren. Eine Frage, alle sprechen über das Schweizer System. Wie funktioniert es? Ja, die Vereine und der Verband arbeiten natürlich sehr stark zusammen. Der Verband hat gemerkt, dass im Nachwuchsbereich nicht allzu viel gemacht wurde. Der Verband hat Auflagen gegeben für die Vereine. Wenn die Vereine diese Auflagen erfüllen, dann bekommen die Vereine Geld. Also so funktioniert es. So werden die Vereine werden natürlich auf eine Art und Weise werden sie ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber wenn sie alles machen, dann bekommen sie Geld vom Verband und dieses Geld wird dann wieder investiert in die Trainer, in die Nachwuchsarbeit. Und ich meine, man muss nur schauen, was passiert ist in den letzten 10 bis 15 Jahren. Wo waren die Schweizer zu dieser Zeit? Wo waren sie heute? Wo ist die Nationalmannschaft heute? Wo war sie zu dieser Zeit? Und da sieht man die Entwicklung. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Zu meiner Zeit, wo ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich oft gegen die Österreicher gespielt. Und es war nicht so, dass wir die Österreicher geschlagen haben, sondern es war umgekehrt. Es war sehr, sehr knapp.
Wir sind auch einmal abgestiegen gegen die Österreicher, ich muss mich gut erinnern, das war 1995 an der Weltmeisterschaft in Schweden. Und wenn man sieht, was nachher passiert ist, das sind natürlich, das sind Welten, Österreich ist stehen geblieben und die Schweizer, die haben dann begonnen zu realisieren, ja, was braucht es, sie haben in den Nachwuchs investiert und heute sieht man das Resultat. Wie wichtig ist es, dass ein National-Headcoach sich für die U20 interessiert? Siehe, Sean Simpson ist bei jedem U20-Turnier und der U20-Trainer ist bei der U18. Wie wichtig ist das? Ich finde das sehr wichtig, dass man einen Faden durchziehen kann. Und das war ja auch eine Vorgabe des Schweizer Verbandes an den Nationaltrainer, der neu eingestellt worden ist. Und das war dazu mal dann Sean Simpson. Dass er bei der U20 dabei ist an der Weltmeisterschaft, ja, wie ein Supervisor, dass er von oben alles sieht und gewisse Ratschläge gibt. Und das ist ja eigentlich ungefähr dasselbe, was wir jetzt in Österreich auch ein bisschen probieren zu kopieren in diesem Sinn. Oder? Ich war U20-Nationaltrainer, war dann dabei in der A-Nationalmannschaft. Das probiert man zu kopieren. Ich finde das sehr, sehr gut. Es ist einfach so, in der Schweiz ist der Nationaltrainer vollamtlich und in Österreich ist es nicht so. Also das darf man nicht eins zu eins übernehmen, weil der Aufwand ist unglaublich groß. Wenn du Clubtrainer bist normalerweise, Manny war Clubtrainer beim KC, gleichzeitig ist der Nationaltrainer und er sollte die U20 auch noch besuchen, das ist fast nicht möglich, oder? Weil der Aufwand ist so groß und in der Schweiz geht das. Sean Simpson ist vollamtlich angestellt, dann gibt es den Nachwuchschef eigentlich, das ist Manuele Celio, er ist vollamtlich angestellt. Er hat dieses Jahr die U20 gemacht, war bei der U18 dabei als Supervisor, sage ich einmal, oder? Und schaut natürlich an bei den ganzen Trainingslagern, die schon im Sommer beginnen, im Juli, ist Manuele Celio jedes Mal dabei und er ist eigentlich derjenige, der das Ganze koordiniert dann, von unten bis zur U20. Also ein klares Statement für einen hauptberuflichen Headcoach. Ja, die Schweiz macht.